Was kalt ist, heiß. Was leer ist, wird randvoll. Was dünn ist, hexy dick. Was schlampig, schick. Was blöd ist, das wird toll. Ene, mene, eins, zwei, drei. Ja, das ist Hexerei. Ene, mene, eins, zwei, drei. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Baby Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Baby Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hexst, wie du lachst, wie du tanzt. Stimmt, Babylein. Das Häuschen sieht noch besser aus als auf dem Foto. Und es liegt wirklich direkt am See. Ja, das muss es ja auch. Stand so im Katalog. Ob uns der Bootssteg allein gehört? Das weiß ich nicht. Ich sehe ihn mir mal an. Halt! Zuerst wird ausgeladen, liebes Töchterlein. Lasst uns vorher das Haus angucken. Ist gut. Ja, aber das Gepäck. Ene, mene, kleine Maus. Das Gepäck fliegt schnell ins Haus. Hex, hex. Mit Hexerei? Muss das denn sein? Oh, Bernhard, Schatz, wir sind doch im Urlaub. Urlaub? Das habe ich mir fast gedacht. Was kann es sonst bedeuten, wenn die ganze Familie Blocksberg mit dem Auto an einem kleinen Häuschen vorfährt, das direkt an einem wunderschönen See liegt? Aber hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Übrigens, da sitzt ein Junge in Bibis Alter hinter einem Gebüsch und beobachtet neugierig die Ankunft von Bibi, Barbara und Bernhard. Er hat auch gesehen, wie alle Koffer ins Haus geschwebt sind und vor Staunen den Mund offen stehen lassen. Aber zurück zu den Blocksbergs. Sie sind ins Haus gegangen. Das ist ja gemütlich hier. Oh, seht mal, diese süße Küche. Klein, aber fein, würde ich sagen. Genau wie die Sofaecke. Ich sehe mir mal die Zimmer oben an. Nimm bitte deine Tasche mit. Mhm, gut, Mami. Und gleich auspacken wäre auch nicht schlecht. Ja, ja. Ui, das Kinderzimmer hat Seeblick. Von ihrem Zimmer aus blickt Bibi nicht nur direkt auf den See, sondern auch auf den Bootssteg. Bett, Tisch und Schränke sind bunt bemalt und Bibi hat sogar ein eigenes Waschbecken im Zimmer. Wie hatte Bernhard Blocksberg gerade so treffend gesagt, klein, aber fein. Gerade nimmt Bibi ihre Hände in Hexposition. Ene, mene, königlich, meine Tasche öffnet sich. Ene, mene, Dauerlauf, Schränke gehen alle auf. Ene, mene, Hosenmatz, alles fliegt an seinen Platz. Hex, hex! So macht man das. Und jetzt, ene, mene, Clou, alle Schränke wieder zu. Hex, hex! Fertig. Seh, ich komme. Also, das würde mir auch gefallen. Ein bisschen Hexerei und schon liegen alle Sachen für den Urlaub fein sortiert im Schrank. Toll. Jetzt läuft Bibi hinaus zum See. Und auf dem Bootssteg sitzt der Junge von vorhin, zusammen mit einem Hund, und lässt die Beine über dem Wasser baumeln. Ein Ruderboot ist unweit von beiden am Steg festgebunden. Ja, wer bist du denn? Ich tu dir doch nichts. Hallo, ich heiße Bibi. Ist das dein Hund? Ja, das ist Knut. Und ich heiße Bastian. Darf ich ihn mal streicheln? Na klar. Macht ihr auch hier Urlaub? Ja, unser Ferienhaus steht gleich da drüben. Willst du dich setzen? Na klar. Bastian, alles in Ordnung? Ist Knut bei dir? Ja, wir sind auf dem Bootssteg. Ich komme gleich, Mama. Wir sind gestern angekommen. Dann können wir ja was unternehmen. Warst du schon mit dem Boot auf dem See? Nein, es hat keine Ruder und... Wollen wir zusammen rausfahren? Gerne. Aber wie?
Na, die Ruder kann ich hexen. Ene, mene, 1, 2, 3, Ruder fliegen schnell herbei. Hex, hex! Wow, das ist ja cool. Du kannst deinen Mund jetzt wieder zumachen, Bastian. Aber so etwas habe ich echt noch nie gesehen. Wie machst du das? Ganz einfach. Ich bin eine Hexe. Dann hast du euer Gepäck vorhin auch ins Haus schweben lassen, stimmt's? Ja, hab ich. Das ist super praktisch. Das glaube ich dir. Bastian, der Hund muss gefüttert werden. Ich komme. Ich muss mich um Knuts Futter kümmern. Wir sehen uns später, ja? Alles klar. Ach ja, und meine Freunde nennen mich Basti. Das scheint mir ja ein sehr netter Junge zu sein. Er ist in Bibis Alter, hat schwarze Haare, eine etwas dunklere Hautfarbe und mandelförmige Augen. Und ich glaube, Bibi findet ihn ganz sympathisch. Als sie kurze Zeit später zum Ferienhaus zurückgeht, stehen Bernhard und Barbara mit einer großen blonden Frau und einem kleinen rothaarigen Mann vor der Haustür ihres Ferienhauses. Ah, da kommt sie ja. Das ist unsere Tochter Bibi. Guten Tag. Hallo. Oh. Das sind Herr und Frau Schneider. Oh nein, doch nicht so förmlich. Ich bin Renate und das ist mein Mann Roland. Sehr schön. Ich heiße Barbara. Und ich Bernhard. Dann sind Sie Bastis Eltern. Ja, wir haben ihn als Baby adoptiert. Er ist in Kambodscha geboren. Wir haben uns gerade auf dem Bootssteg getroffen. Ach wirklich? Ist das Wasser da nicht sehr tief? Nein, das ist ja direkt am Ufer. Ich habe Knut gefüttert, Mama. Danke. Das sind die Blocksbergs. Hallo. Hallo. Guten Tag. Bibi und du, ihr habt euch schon kennengelernt, habe ich gehört. Oh, Vorsicht, Bastian. Eine Wespe. Ich pass schon auf, Mama. Geh lieber ein Stück zurück. Ene mene Glücksgewinn. Wespe fliegt woanders hin. Hips, hips. Genial, Bibi. Was war das denn? Oh. Die Wespe ist ja wirklich weggeflogen. Bibi kann hexen. Ist das nicht toll? Oh, nicht nur Bibi. Mami und ich, wir sind beide Hexen. Und du, Bernhard? Ich bin keine Hexe. Ein Glück. Also, das muss ich jetzt genauer wissen. Ja, ich auch. Wie geht das mit der Hexerei? Bibi und Barbara erzählen der Familie Schneider in Kürze das Wichtigste über Hexen und Hexerei. Und Renate, Roland und Bastian hören fasziniert zu. Das ist ja spannend. Und höchst interessant. Hexerei scheint mir wirklich praktisch zu sein. Manchmal ist sie aber auch anstrengend. Und mit der Fliegerei werde ich auch nicht wirklich warm. Wieso Fliegerei? Jetzt sag nicht, dass du einen Hexenbesen hast, Bibi. Na klar. Und Mami auch. Warte. Ene mene Flaschenpfand, Kartoffelbrei in meiner Hand. Hex, hex. Oh. Oh. Darf ich vorstellen? Mein Wuschel. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Willst du mal mitfliegen, Basti? Oh ja. Oh nein, das ist viel zu gefährlich. Also eigentlich ist es ganz harmlos. Ich zeig's mal. Ene mene Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Juhu! Oh. Wow, das ist ja irre. Mama, bitte, lass mich mitfliegen. Lieber nicht. Bibi ist geübt, du nicht. Und es geht ziemlich weit nach oben. Wenn man sich gut festhält, kann da eigentlich nichts passieren. Oder, Bernhard? Nein, eigentlich nicht. Siehst du, Mama? Du hast es doch gerade gehört, Bastian. Bernhard hat eigentlich gesagt. Also könnte doch etwas passieren. Ene mene Brandung, Kartoffelbrei, los Landung. Hex, hex. Und? Wie sieht's aus? Für Hexen ist das sicher praktikabel. Ich nehme auch meine nicht-hexischen Schulfreunde mit. Siehst du? Ich halte mich wirklich gut fest. Bastian, bitte. Nett, dass Bibi dich einlädt, aber mir erscheint das zu gefährlich. Bastian, hör auf deine Mutter. Sie ist nur besorgt um dich. Wie ihr meint. Tja, also wir grillen heute Abend. Hättet ihr vielleicht Lust, dazu zu kommen? Ja. Die Familie Schneider ist wirklich nett.
Ich habe nur den Eindruck, dass Renate mit ihrem Bastian ein bisschen zu vorsichtig ist. Er wäre sicher nicht beim Fliegen von Kartoffelbrei gefallen. Am Abend treffen sich die beiden Familien wie abgemacht zum gemütlichen Grillabend. Bernhard ist bereits voll in Aktion und Roland geht direkt zu ihm. Du grillst ja noch mit echter Kohle. Ja, wie denn sonst? Ich nehme einen Elektrogrill. Renate ist sonst zu besorgt wegen der Flammen und der Glut. Oh. Bastian, geh bitte nicht zu nah an den Grill. Nein, Mama. Ich gehe mit Bibi zum Ufer. Oh, hörst du das? Das muss die alte Schmalspurbahn sein, die hier fährt. Klingt nach einer Dampflok. Baureihe 2803. Ja, genau. Oder die 04er. Die hatte auch diese Pfeife. Genau. Ich habe zu Hause eine Anlage im Keller mit einer Miniatur 03er. Wirklich? Ich habe die Miniatur 04er. Und noch andere natürlich. Unfassbar. Welche Modelle denn genau? Na, da haben sich ja offenbar zwei Eisenbahnfans getroffen. Barbara unterhält sich unterdessen am Tisch mit Renate. Sie trinken kalte Limonade und Renate will noch so einiges über Hexerei wissen. Und über Bibi. Hext Bibi nicht auch mal Unsinn? Ich meine, gefährliche Sachen und so? Gefährliche Sachen? Ja, genau, also für andere. Du meinst für Bastian? Ja, zum Beispiel. Also absichtlich gefährlichen Unsinn hext Bibi nicht. Klar kann sie sich mal verhexen, aber das gehört eben zum Lernen dazu. Zum Lernen? Naja, sie geht noch auf die Hexenschule. Tatsächlich? Ist ja interessant. Es gibt ein dickes Hexbuch mit unzähligen Sprüchen. Die müssen alle auswendig gelernt werden. Du meine Güte. Während die beiden Mütter weiter über Hexen und Hexerei plaudern, sitzt Bibi mit Bastian unten am See auf dem Bootssteg. Sie lassen wieder die Beine über dem Wasser baumeln und spielen ein Spiel. Bastian wünscht sich was und Bibi hext es. Ene mene grüner Klee, quietsche Entchen auf den See. Hex, hex! Das sieht ja irre aus. Überall gelbe quietsche Entchen. In bunt werden sie aber noch schöner. Kein Problem. Ene mene kalter Hund, Entchen sind jetzt alle bunt. Hex, hex! Wow! Jetzt haben sie alle verschiedene Farben. Tja, geht ganz einfach mit Hexerei. Das sehe ich. Kannst du noch mehr verrückte Dinge hexen? Na klar. Aber erst kommen die Entchen wieder weg. Das ist viel zu viel Plastik in der Natur. Da hast du recht. Ene mene Zweck, Entchen wieder weg. Hex, hex! Toll. Bibi genießt es richtig, so viel zu hexen und Bastian damit zu beeindrucken. Gerade kommt auch Knut auf den Bootssteg gerannt. Ihr erinnert euch doch noch an Bastians Hund. Hey, mein Lieber. Willst du spielen? Ich habe leider keinen Ball hier. Das ist doch kein Problem. Ene mene Wasserfall, her mit einem Hundeball. Hex, hex! Hey, guck mal, was Bibi dir Schönes gehext hat. Den werfe ich jetzt, ja? Hol ihn dir! Deine Hexereien sind toll. Aber ich würde so gerne mal auf deinem Besen mitfliegen. Vielleicht fragen wir deine Mama etwas später nochmal, wenn sie mich besser kennt. Sie wird das nie erlauben, das weiß ich genau. Dafür hat sie viel zu viel Angst um mich. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich adoptiert bin. Oder sie hat dich einfach sehr lieb. Ich hab sie auch sehr lieb, aber das nervt. Ja, meine Mutter nervt auch manchmal. Und ich bin nicht adoptiert. Aber deine Mutter behauptet wenigstens nicht, dass Besenfliegen gefährlich ist. Ist es ja auch nicht. Hey, braver Hund. Willst du noch mal? Hol ihn dir. Weißt du was? Manchmal müssen Eltern auch nicht alles wissen. Du meinst, du würdest heimlich mit mir fliegen? Na klar, aus Rücksicht. Dann kann deine Mutter gar nicht besorgt sein. Gute Idee. Am besten, wenn alle schlafen. Treffen wir uns hier am Bootssteg? Einverstanden. Um Mitternacht? Essen ist fertig. Wir kommen! Oh, Bibi, das wird genial. Ich freue mich schon so. Ich mich auch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll.
Natürlich ist Bastians Mutter viel zu besorgt und Besenfliegen ist ja auch wirklich ganz ungefährlich, aber es heimlich zu tun. Wie auch immer, das Essen schmeckt allen vorzüglich und es wird noch ein munterer erster gemeinsamer Abend. Am Ende verabreden sich die beiden Familien gleich für den nächsten Tag zu einer Wanderung. Vor dem Zubettgehen hilft Bibi ihrer Mutter in der Küche noch beim Spülen des Geschirrs, während Bernhard draußen den Grill säubert. Danke, dass du mir hilfst, Bibi. Ist doch klar, Mami. Viele Hände, schnelles Ende. Sagst du doch immer. Genau so ist es. Du, Bibi, hör mal. Renate hat mich angesprochen, ob du manchmal Unsinn hexen würdest. Och. Das mache ich doch nie. Es ging auch eher um gefährlichen Unsinn. Ich habe sie natürlich beruhigt und ihr versichert, dass du das nicht machst. Stimmt ja auch. Wetten, dass es dabei auch um Basti ging? Ja, sie ist etwas überängstlich. Aber wir sollten das respektieren. Na klar, Mami. Na prima, dann verstehen wir uns ja. Also bitte keine gefährlichen Hexereien mit Bastian. Versprochen? Natürlich. Keine gefährlichen Hexereien mit ihm. Versprochen. Danke, Bibi. Die Schneiders sind so nett. Wäre schade, wenn wir sie verärgern würden. Schon verstanden. Ich finde es schön, dass Barbara und Bibi so offen und ehrlich miteinander reden. Aber Bibi hat sich schon geschickt aus der Affäre gezogen. Besenfliegen ist ja in Barbaras Augen keine gefährliche Hexerei. Damit kann sie sich heute Nacht guten Gewissens mit Bastian treffen. Um Mitternacht schlafen Bernhard und Barbara tief und fest, als sich ihre Tochter aus dem Haus schleicht. Was für eine klare Sommernacht! Der Mond scheint und viele Sterne am Himmel spiegeln sich auch im See. Bibi schleicht mit Kartoffelbrei auf den Bootssteg und muss nicht lange auf Bastian warten. Hallo, Bibi! Nicht so laut! Du wächst ja alle! Tut mir leid, ich bin so aufgeregt. Musst du nicht sein. Ich bin noch nie geflogen. Jedenfalls nicht auf einem Hexenbesen. Steig einfach hinter mir auf und halte dich am Besenstiel fest. Das ist alles. Cool. So, von mir aus kann's losgehen. Gut. Ich fliege erst mal ganz langsam und vorsichtig, bis du dich daran gewöhnt hast. Okay. Also dann festhalten. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex. Wow, ist das irre! Nicht so laut! Und schon fliegen Bibi und Bastian auf dem Hexenbesen in den Himmel über dem See. Ein tolles Bild. Und ich muss sagen, Bibi fliegt wegen Bastian wirklich sehr langsam und vorsichtig. Allerdings scheint er sich ziemlich schnell daran zu gewöhnen. Noch eine Kurve, Bibi, bitte! Gut! Aber dann ist es genug. Wieso? Ich fühle mich ganz sicher. Wenn du meinst. Kannst du auch schneller und höher fliegen? Na klar, aber nicht in deiner ersten Flugstunde. Am allerliebsten fliege ich Loopings. Loopings? Wie bei der Achterbahn? Mhm. Ach, das muss ja mega sein. Ist es auch. Fliegen wir zum Abschluss einen Looping zusammen? Auf keinen Fall. Das ist höhere Flugkunst. Das müssen wir ganz behutsam angehen. Schade. Außerdem sind wir beide müde. Wir müssen langsam mal ins Bett. Ja, stimmt. Nur noch ein letztes Mal die Sterne und den Mond genießen. Ja, klar. Weißt du was? Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe, Bibi. Nur wegen meiner Hexerei und Fliegerei, was? Quatsch. Ich fände dich auch toll, wenn du keine Hexe wärst. Danke, Basti. Ich mag dich auch, obwohl du keine Hexe bist. Haha, sehr witzig. Und dann fliegt Bibi wie versprochen mit Bastian eine letzte Runde über dem See, bevor beide sicher landen und leise in ihre Betten schleichen. Na, ich muss sagen, diese heimliche Aktion war wirklich ganz ungefährlich. Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, versammeln sich die Blocksbergs und die Schneiders zur gemeinsamen Wanderung. Bernhard und Roland sind schon vorgelaufen. Barbara und Renate warten noch mit Knut auf Bibi und Bastian. Aber was ist nur mit den beiden Kindern los? Sie tuscheln
und haben ihre Rucksäcke noch gar nicht aufgeschnallt. Du, Mami, eigentlich ist mir nicht so nach Wandern. Basti und ich würden gerne hier bleiben. Wirklich? Also von mir aus? Was meinst du, Renate? Ja, aber... Hast du gerade Ja gesagt? Nein, natürlich nicht. Aber warum denn nicht? Weil hier alles Mögliche passieren kann. Und es ist dann kein Erwachsener da. Also ich möchte, dass du mit uns kommst, Bastian. Dann komme ich auch mit. Danke, Baby. Darf ich Knut nehmen, Mama? Natürlich. Aber du musst die Leine gut festhalten und aufpassen... Dass er sich nicht losreißt. Weiß ich doch. Dann ist ja gut. Also, los geht's. Etwas missmutig stapft Bastian zunächst mit Knut hinter Bibi her, bis sie vorschlägt, wieder das Wünsch-dir-eine-Hexerei-Spiel zu spielen. Bastian drückt plötzlich aufs Tempo und sie setzen sich weit nach vorne ab, damit die anderen nichts mitbekommen. Und schon geht es los. Also, ich wünsche mir einen Schneemann. Geht das? Klar geht das. Ene mene eisekalt. Schneemann steht gleich hier im Wald. Hex, hex! Ruhig, Knut. Der tut uns nichts. Naja, wundern darf sich Knut aber schon, oder? Natürlich. Was wünschst du dir jetzt? Einen Gartenzwerg. Oder nein, viele. Na gut. Ene mene hohe Berge. Im Wald, da stehen Gartenzwerge. Hex, hex! Du kriegst immer einen Schreck bei so seltsamen Sachen. Kannst du dir nichts Normales wünschen? Na gut. Dann vielleicht Saft für uns. Kommt sofort. Ene mene Kraft, uns beiden ein Glas Saft. Hex, hex! Danke. Oh, schmeckt gut. Knut, was ist mit dir? Also gegen Saftgläser kannst du wirklich nichts haben. Ich glaube, er wittert was. Er hat auch die Ohren aufgestellt und... Oh, Knut, wo willst du hin? Er hat sich losgerissen. Ene mene. Ach, Mist. Was ist? Warum hängst du ihn nicht zurück? Weil ich Knut nicht mehr sehen kann. Wir müssen ihm hinterher. Dann los. Bastian, Baby, wieso lauft ihr ins Unterholz? Das ist gefährlich. Na, jetzt ist hier aber was los. Renate und Roland laufen Bibi und Bastian hinterher, die Knut hinterherlaufen, der sich von der Leine losgerissen hat. Und Barbara und Bernhard laufen einfach allen hinterher, mitten durchs Unterholz hinein in den tiefen Wald. Ach, ich sehe gerade, Knut ist wie angewurzelt stehen geblieben. Und direkt hinter ihm stoppen Bastian, Renate und Bibi. Ganz ruhig, Knut. Ich bin Zeit. Da ist ja ein Wildschwein. Sogar zwei Wildschweine. Die sind gefährlich, wenn man sie reizt. Ja, Mama, keine Panik. Schön stehen bleiben, Knut, ja? Brav. Jetzt kannst du aber alles sehen, oder, Bibi? Ja, klar. Ene mene jung und alt, Schweine tiefer in den Wald. Ene mene Rand und Band, Knuts Leine schnell in Bastis Hand. Hex, hex! Oh, danke. Gut gemacht, Bibi. Diese Hexerei ist fabelhaft, vor allem bei Gefahr. Da hat Renate recht. Wildschweine sind eigentlich nichts Schlimmes. Aber wenn sie sich bedroht fühlen, so wie gerade durch Knut, dann kann das gefährlich werden. Als alle wieder zurück auf dem Waldweg sind, gehen sie vergnügt weiter und der Rest der Wanderung wird weniger aufregend, bis auf ein paar kleine Spaßhexereien zwischendurch von Bibi für Bastian. Am Nachmittag sind sie wieder zurück am See und sitzen bei Kaffee, Kakao und Kuchen vor dem Ferienhaus der Blocksbergs. Also dein Erdbeerkuchen ist vorzüglich, Barbara. Genau wie dein Kaffee. Den hab ich gemacht. Boah. Ich bin pappsatt. Ich auch. Wie wär's mit einer kleinen Rudertour auf dem See? Zum Verdauen. Oh ja, dürfen wir? Was meinst du, Renate? Ja, aber ist der See nicht sehr tief? Wir rudern nicht so weit raus. Versprochen. Dann kannst du uns sogar vom Ufer aus beobachten, Mama. Vergiss nicht, Baby kann bei Gefahr hexen. Das stimmt. Also gut, es fällt mir zwar sehr schwer, aber ich habe heute gesehen, Bastian ist bei dir gut aufgehoben, Bibi.
Ja, das ist er auf alle Fälle. Wir dürfen wirklich auf dem See rudern? Habe ich doch gerade gesagt. Juhu! Los, komm, Bibi! Hättet ihr das gedacht, dass Renate, Bastian und Bibi mal erlaubt, etwas alleine zu machen? Ich nicht. Es muss sie vorhin wirklich sehr beeindruckt haben, wie Bibi die Wildschweine weggehext hat. Und das ganz zu Recht. Ich fand es auch beeindruckend. Jedenfalls steigen Bibi und Bastian nun ganz begeistert in das Ruderboot und machen es vom Steg los. Langsam, Basti! Sonst wackelt es. Ach, wirklich? Ja, weil wir auf dem Wasser sind. Das weiß ich doch. Und du hörst dich gerade an wie meine Mama. Ups. Stimmt. Hier, dein Ruder. Von hier aus können wir in den See stechen. Ei, ei, Captain. Und los. Bibi, das Boot dreht sich. Ja, ich merke es. Wir müssen uns besser abstimmen. Genau. Hey, du spritzt. Ich sagte abstimmen, nicht nass machen. Oh, tut mir leid. Jetzt spritzt du aber genauso. Tut mir auch leid. Ja, es ist gar nicht so einfach, zu zweit ein Ruderboot zu rudern. Habt ihr das schon mal probiert? Man muss gleichzeitig und vor allem gleich stark rudern, sonst fährt das Boot nicht dahin, wo es hinfahren soll. Wie auch immer, Bibi und Bastian haben einen Riesenspaß, auch beim gegenseitigen Nassspritzen und im Kreisfahren. Schließlich klappt es aber doch noch. Super, Bibi, jetzt hast du es raus. Du auch, Basti. Unser Boot fährt schnurgerade durchs Wasser. Wir sind eben ein gutes Team. Genau. Zu Lande, zum Wasser und in der Luft. Treffen wir uns heute Nacht wieder zum Fliegen? Na klar, wenn du willst. Aber diesmal mit Lupe. Echt? Also ich weiß nicht, Basti. Wie, ich weiß nicht? Ich habe Mami versprechen müssen, nichts Gefährliches mit dir zu hexen. Na und? Was heißt hier na und? Fliegen ist doch nicht gefährlich. Hast du selbst gesagt. Fliegen ist auch nicht gefährlich. Aber ein Looping zu fliegen ist nicht ohne. Dann gehen wir es langsam an, wie du gestern vorgeschlagen hast. Also gut. Wir sehen mal, wie es heute Nacht läuft, ja? Okay. Looping fliegen ist wirklich nicht ohne. Ich weiß nicht, ob Barbara das nicht doch als eine gefährliche Hexerei einschätzen würde. Und dann bräche Bibi ja ihr Versprechen. Nun gut, wir werden es ja mitbekommen. Inzwischen ist es dunkel geworden und die Uhr zeigt Mitternacht. Bibi ist mit Kartoffelbrei auf dem Bootssteg und wartet dort auf Bastian. Und wartet und wartet. Endlich kommt er angelaufen. Entschuldigung, Bibi. Da bist du ja endlich. Was war denn? Hast du verschlafen? Nein. Der Knut wurde wach, als ich aufstehen wollte. Da musste ich noch etwas liegen bleiben. Schläft er jetzt wieder? Nicht, dass er dich vermisst und aus dem Haus läuft. Nein, nein, alles in Ordnung. Lass uns endlich starten. Dann steig auf. Wie du dich festhalten musst, weißt du ja schon. Klar weiß ich das. Also dann. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbein. Hexis. Und schon steigen beide auf Kartoffelbrei wieder in die Lüfte und ziehen gemeinsam ihre Runden über dem See in dieser klaren, hellen Sommernacht. Ich muss sagen, Bastian macht wirklich den Eindruck, als ob er schon immer mit Bibi mitgeflogen ist. Ohne Wackler und ganz sicher sitzt er hinter ihr auf dem Besenstiel und genießt die Kurven und ein paar schnelle Flugpassagen. Und was ist jetzt mit dem Looping? Fühlst du dich denn wirklich ganz sicher? Ja, Bibi. Außerdem ist doch sowieso Wasser unter uns. Ja, das stimmt natürlich. Da kann eigentlich nichts passieren. Deswegen ist es sicher keine gefährliche Hexerei. Natürlich nicht. Also gut. Wenn wir den Looping fliegen, hältst du dich bitte gut mit beiden Händen am Stiel fest. Mach ich. Es wird wie bei einer Achterbahnfahrt. Wir stehen kurz Kopf. Verstanden. Also gut. Bist du bereit?
Ja. Achtung. Ene Mine Shooting. Kartoffelbrei los Looping. Hex, Hex. Yippie! Und alles klar? Und wie? Das war absolut mega! Oh nein! Ich glaube, da unten läuft Knut! Was? Oh weia, ja, direkt am Seeufer! Er sieht uns fliegen und spielt irgendwie verrückt! Ich muss ihn einfangen und beruhigen! Gut, ich lande auf dem Bootsteck. Ene mene Brandung, Kartoffelbrei, los Landung! Hex, Hex! Er kommt auf den Steckerrand. Oh, weia, ich muss aufwachen. Oh. So was Dummes. Ach du meine Güte, ein Hund auf der Landebahn. Bibi musste ausweichen und nun schwimmen die beiden mit Kartoffelbrei im Wasser. Und Knut hüpft bellend auf dem Bootssteg hin und her, macht Krach für 10 Hunde. Und dann? Da muss etwas passiert sein. Nun komm doch, Roland, schnell! Ich komm ja schon, Renate. Bastians Eltern kommen zum Seeufer gelaufen und sehen die Bescherung natürlich sofort. Ein aufgeregter Knut auf dem Steg und Bibi und Bastian im Wasser mit einem Hexenbesen. Sie kommen auf den Steg gerannt, beruhigen den Hund und helfen den beiden pitschnassen Kindern hoch. Renate zieht noch Kartoffelbrei aus dem Wasser und sieht Bibi dann vorwurfsvoll an. Na, das wird jetzt was geben. Ich nehme nicht an, dass ihr damit den Steg gefegt habt. Stimmt's? Nein, wir sind geflogen. Ach, dachte ich's mir doch. Aber es ging alles gut, bis Knut uns in den Weg gerannt ist. Sogar der Looping hat geklappt. Looping? Du bist... Ich glaub's ja nicht. Aber Bastian hat sich super gehalten. Es war ganz ungefährlich. Ja, das sehe ich. Was ist denn hier passiert? Eine nächtliche Bootssteg-Party? Nein, nur eine völlig ungefährliche Hexenbesen-Bruchlandung im See. Bibi erklärt ihrer Mutter, was passiert ist. Und Barbara ist anzusehen, was sie von dieser nächtlichen Aktion hält. Aber sie sagt erstmal nichts. Bibi und Bastian müssen schnell ins Trockene. Daher gehen alle zurück in ihre Ferienhäuser. Bernhard geht sofort wieder ins Bett. Aber Barbara bleibt noch mit Bibi in der Küche und sieht ziemlich sauer aus. Wie konntest du das nur tun, Bibi? Was denn, Mami? Hatten wir beide nicht darüber geredet und du mir versprochen, dass du nichts Gefährliches hexst? Ja, aber ich habe nichts Gefährliches gehext. Bibi, für Renate ist ein Flug auf einem Hexenbesen etwas Gefährliches. Aber ich... Nichts aber. Und ein Looping ist für sie so gefährlich wie eine Landung auf dem Mars. Ach, jetzt übertreibst du aber. Es geht hier nicht um mich, sondern um sie. Und darum, dass du dein Versprechen nicht eingehalten hast, mein Töchterlein. Entschuldige, Mami. Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan. Ich bin wirklich sehr böse auf dich. Du wirst den ganzen Urlaub lang nicht mehr hexen. Hast du verstanden? Was? Ich habe dir vertraut und du hast mich enttäuscht. Jetzt ist Schluss. Aber Mami, Basti mag meine Hexerei so sehr. Das ist unser Spiel und das Fliegen. Schluss, aus, Ende. Keine Hexerei, keine Fliegerei mehr. Und gleich morgen früh gehst du rüber zu Renate und sagst, dass es dir leid tut. Hast du gehört? Ja. Ich möchte, dass wir hier noch einen schönen gemeinsamen Urlaub haben. Das will ich doch auch. Ich gehe morgen rüber. Hexenehrenwort. Aber das Hexverbot vielleicht... Nein, das ist entschieden, Bibi. Gute Nacht. Das ist nun wirklich eine harte Strafe für Bibi. Aber ich verstehe natürlich, wie enttäuscht Barbara Blocksberg ist. Bibi verstehe ich allerdings auch. Sie hatte so viel Spaß mit Bastian und dem Wünsch-dir-eine-Hexerei-Spiel. Niedergeschlagen geht sie nach oben und schließt ihre Zimmertür. Mami weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man nicht hexen darf. Das ist so gemein. Wenn sie es wüsste, dann würde sie vielleicht noch mal darüber nachdenken. Nanu, was hat Bibi denn jetzt vor? Offenbar hat sie eine Idee. Sie schleicht aus ihrem Zimmer.
die Treppe im Ferienhaus leise hinunter, öffnet die Haustür und geht an die Seitenwand des Ferienhauses. Dort rankt sich Efeu empor. Jetzt pflückt sie einige Blätter davon ab. Das müsste reichen. Schon läuft Bibi wieder ins Haus. In der Küche nimmt sie ein Brett und ein Messer und hackt die Efeublätter ganz klein. So, die sind klein genug. Bibi spült alles ab, nimmt die zerhackten Efeublätter in die Hand, läuft leise hinauf ins Bad und sucht in Barbaras Badetasche die Sonnenmilch heraus. Aber was hat sie denn bloß vor? Das Efeu kommt in die Sonnenmilch. Ja, wenn Mami sich damit einreibt, kann sie selbst erleben, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr hexen kann. Schütteln und fertig. Jetzt habe ich es verstanden. Efeu blockiert Hexereien. Wenn Barbara Blocksberg sich also mit der Sonnenmilch einreibt, wird sie kurzzeitig nicht hexen können. Also ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber Bibi scheint mir wirklich verzweifelt. Da macht man manchmal Dinge, die man später vielleicht bereut. Gleich am nächsten Morgen geht Bibi hinüber zum Ferienhaus der Familie Schneider und klopft an die Tür. Komme schon! Ah! Guten Morgen, Bibi. Komm rein. Danke, Roland. Ich möchte gerne zu Renate. Das dachte ich mir schon. Wir sitzen gerade am Frühstückstisch. Komm. Bibi? Hallo. Warum bist du hier? Ich möchte mich entschuldigen. Mir tut es sehr leid, was letzte Nacht passiert ist und... Das war doch nur ein Unfall, Bibi. Bitte lass sie ausreden, Bastian. Also, ich werde den ganzen Rest der Ferien nicht mehr hexen. Was? Gut, das hört sich vernünftig an. Finde ich auch. Ich aber nicht. Bastian, nach allem, was gestern passiert ist, ist es besser so. Dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Danke für deine Entschuldigung, Bibi. Ich bin dir nicht mehr böse. Und jetzt schwamm drüber, ja? Ja. Also ich finde, dass Renate ziemlich nett reagiert hat, oder? Ich meine, sie könnte ja weiter richtig sauer sein wegen letzter Nacht. Aber das ist sie nicht, ganz im Gegenteil. Schon kurze Zeit später treffen sich beide Familien am Seeufer und besprechen, was sie heute machen wollen. Ich hätte noch mal Lust auf eine Wanderung. Ich auch, um den ganzen See herum. Möchtest du mitkommen, Bernhard, Schatz? Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe einen ganz schönen Muskelkater von gestern. Ja, ich auch. Außerdem würde ich gerne mein Buch weiterlesen. Es ist so spannend. Und ich möchte heute lieber chillen und hier im See baden. Mir ist auch zu heiß zum Laufen. Ihr könnt aber nicht alleine hierbleiben, Bibi und Bastian. Da mache ich mir zu viele Sorgen. Mein Schatz, wenn Bernhard und ich nicht mitgehen, sind sie ja nicht alleine hier. Das stimmt. Und was ist mit Knut? Den kannst du gerne mitnehmen, Mama. Prima. Knut! Lassi! Na dann mal los! Nachdem Barbara, Renate und Knut aufgebrochen sind, legen sich Bernhard und Roland in zwei Liegestühle vor dem Ferienhaus der Blocksbergs in den Schatten und lesen. Bibi und Bastian schnappen sich zwei große Badehandtücher, gehen auf den Bootssteg und legen sich dort in die Sonne. Dann schwimmen sie ein bisschen und legen sich wieder in die Sonne. Du, Bibi, ich hätte so eine Lust auf Eis. Oh ja. Das wär's jetzt. Ene, Mene und Hex, Hex und her damit. Ich würde mir Erdbeere und Schoko hexen. Und für mich bitte Vanille und Nuss. Ja, ja. Aber leider Hexverbot. Ich finde es echt doof, dass du nicht mehr hexen darfst. Und ich erst. Aber dumm gelaufen. Tut mir leid, Basti. Quatsch. Dir muss gar nichts leid tun. Ich hatte dich doch überredet zu diesem Looping. Ach, lass uns nicht mehr darüber reden. Hey, wollen wir uns einfach ein Eis holen? So ganz normal, zu Fuß? Ja, gut. Der Laden ist ja nicht weit. Papi! Ja, mein Töchterlein? Wir gehen uns kurz ein Eis holen.
Wollt ihr auch eins? Nein, danke. Nein, danke. Egal, wie man über Bibis Hexverbot denken mag, es sorgt auf jeden Fall für etwas Bewegung. Barbara und Renate haben schon recht viel Bewegung gehabt. Sie sind bereits ein ganzes Stück um den See herumgewandert. Und es ist ziemlich heiß. Schön, wenn man mal nicht auf Männer und Kinder aufpassen muss, oder? Ja, das stimmt. Puh, ist das heiß. So langsam könnte ich eine Erfrischung gebrauchen. Und Knut eine Pause. Sieh mal, da vorne ist eine kleine Badestelle mit einer Hütte. Das wäre jetzt genau das Richtige, oder? Ein erfrischendes Bad, oh ja. Und in der Hütte können wir uns umziehen. Genau so wird es gemacht. Ihre Wandersachen lassen die beiden in der Hütte und dann gehen sie ins frische, kühle Wasser des Sees baden. Knut wartet brav an der Hütte bei den Sachen. Oh, tut das gut. Oh ja. Danach legen wir uns noch ein bisschen in die Sonne, ja? Ja, na klar. Ich habe belegte Brote dabei. Und ich leckeren Eistee. Nachdem sie aus dem Wasser gekommen sind, gehen sie zur Hütte, trocknen sich ab und reiben sich mit Sonnenmilch ein. Würdest du meinen Rücken einreiben, Renate? Aber natürlich. Danke sehr. Ich frage mich, warum hier sonst keiner liegt bei dem schönen Wetter. Keine Ahnung. Hörst du das? Klingt wie... Oh, hier oben hängt ein riesiges Wespennest. Und die sind ganz schön angriffslustig. Nicht wegschlagen. Moment. Ene, mene, Hexenbann, Wespen greifen uns nicht an. Hex, Hex. Eine Hexerei wirkt gar nicht. Nein. Knut, nein, nicht weglaufen. Schnell, erst mal rein in die Hütte und hör zu. Tja, wir wissen, warum Barbaras Hexspruch nicht gewirkt hat. Wegen des Efeus in der Sonnenmilch. Die Wespen fühlten sich wohl bedroht durch die beiden Damen. Zum Glück konnten die sich in der Hütte in Sicherheit bringen, während Knut vor den Wespen einfach weggelaufen ist. Aber jetzt sitzen Renate und Barbara erstmal in der Hütte fest. Raus können sie ja nicht, wegen der aufgeregten Wespen. Wenn Bibi nur wüsste, was sie da angerichtet hat. Sie sitzt mit Bastian vor dem Laden und beide schlecken ihr Eis. Mmh, super lecker. Und dringend notwendig. Holen wir zurück? Können wir machen. Sag mal, ist das nicht Knut? Was? Ja klar. Knut, hierher. Komm her. Aber der war doch mit unseren Müttern unterwegs. Ja, seltsam. Ob da was passiert ist? Was soll da passiert sein? Mami kann doch zur Not hexen. Aber wieso ist Knut dann hier? Vielleicht ist er ihn ausgebüxt. Oh nein! Mir fällt da gerade was ein. Was denn? Wenn Mami ihre Sonnenmilch benutzt hat, kann sie nicht mehr hexen. Was? Wieso denn das? Och, erzähl ich dir später. Können wir Knut nicht nach ihnen suchen lassen? Kann er das? Na klar kann er das. Hey, Knut, such die Mama. Los. Wo ist die Mama? Zeig's mir. Los, Bibi, hinterher. Eins muss man Bibi lassen. Sie hält sich sogar im Notfall an ihr Hexverbot. Ich hoffe, das wird Barbara ihr nachher hoch anrechnen. Ganz vorsichtig öffnet Bibis Mutter unterdessen die Tür der Hütte. Ich guck mal, ob sie sich schon beruhigt haben. Ach, nein, haben sie nicht. Was machen wir jetzt bloß? Warum kannst du nicht mehr hexen? Tja, wenn ich das nur wüsste. Oh, ich glaube, das ist Knut. Mami! Seid ihr da drin? Das sind Bibi und Bastian. Ja, wir sind hier. Passt bloß auf. Da draußen ist ein Wespennest und die Tiere sind sehr aggressiv. Ja, haben wir gesehen. Wir sind weit genug weg. Die tun uns nichts. Bibilein, weißt du was? Hex uns doch bitte einfach alle zurück zum Ferienhaus. Aber mein Hexverbot, Mami. Ich kann leider aus irgendeinem Grund nicht selber hexen. Ja, ich weiß. Du weißt warum? Bibi. Die Wespen kommen jetzt doch zu uns. Bitte klärt das alles später. Hex jetzt besser. Ist gut. Ene, mene, rote Laus. Alle schnell zum Ferienhaus. Hex, hex.
Na endlich, Notsituation gemeistert. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt bin ich gespannt, wie sich die ganze Geschichte auflöst. Gibt es noch ein Donnerwetter oder nicht? Alle sitzen vor dem Ferienhaus der Blocksbergs und, oh weia, Bibi ist ganz schön niedergeschlagen. Ich war so verzweifelt, Mami. Und ich wollte dir einfach nur zeigen, wie das ist, wenn man nicht mehr hexen kann. Und da hast du Efeu in die Sonnenmilch gemixt. Ja. Also wenn ich das Tante Manja erzähle, kriegst du eine Eins in Kräuterkunde. Was? Du bist mir nicht böse? Doch, das bin ich. Ziemlich sogar. Was da hätte passieren können. Stimmt. Aber ich kann dich natürlich auch verstehen. Naja, so ist das manchmal im Leben. Was machen wir jetzt nur? Dein Hexverbot verlängern? Unsinn. Das Hexverbot aufheben. An dem ganzen Schlamassel bin doch sowieso nur ich schuld. Warum das denn? Das Hexverbot hattest du doch nur wegen mir ausgesprochen. Aber eine Hexe muss hexen und fliegen dürfen. Und ich brauche mir ja eigentlich gar keine Sorgen zu machen. Denn sie kann ja jeden Notfall mit Hexerei lösen. Also besser hätte ich das jetzt auch nicht sagen können, Renate. Und deshalb darf Bastian auch gerne mit dir fliegen, Bibi. Was? Echt? Auch ein Looping? 5 Loopings wegen mir. Aber erst, wenn Barbara wieder hexen kann. Nur zur Sicherheit. Tja, was soll man dazu noch sagen? Ende gut, alles gut. Es gab dann ein großes Versöhnungsgrillfest. Und als Barbara endlich wieder hexen konnte, da kam der große Moment für Bibi und Bastian. Und für Renate natürlich. Aber hört einfach selbst. Yippie! Wer hätte das gedacht? Es wurde übrigens noch ein ganz toller Urlaub am See. Mit viel Hexerei, wunderbaren Grillabenden, Wanderungen, Ruderbootstouren und Schwimmspaß im See. Sogar eine Fahrt mit der Schmalspurbahn gab es. Auf besonderen Wunsch von Bernhard und Roland. Gezogen wurde der Zug von einer Lok der Baureihe 2803. Und die beiden Herren freuten sich darüber wie Kinder. Renate war übrigens in der restlichen Zeit sehr viel weniger besorgt um ihren Bastian. Ganz besonders natürlich, wenn er mit Bibi zusammen war. So, das war's mal wieder, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.